Mein Name ist Jakob Bürgler, bin Generalvikar der Diözese Innsbruck, also der Vertreter von Bischof Manfred Scheuer. Und ich möchte ganz kurz erzählen, was mir die Fastenzeit bedeutet und wie ich versuche, diese Zeit zu gestalten. Ich bin jemand, der sehr gerne so kleine Süßigkeiten zu sich nimmt im Laufe des Tages und das manchmal ein bisschen maßlos. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das ein bisschen reduziere, beziehungsweise mal ganz verzichte auf diese Zwischenmahlzeiten. Und was noch ein Problem bei mir ist, dass ich sehr spät ins Bett gehe und ich versuche, früher den Schlaf zu suchen und ein bisschen mehr auf mich aufzupassen. Was ich euch, den Jugendlichen, gerne als kleine Aufgabe mitgeben möchte, ist vielleicht einmal ein bisschen auf technische Geräte zu verzichten, mehr in den direkten Kontakt mit anderen zu gehen und vielleicht geht es auch ein bisschen auf Kritik zu verzichten. Danke!